Guten Morgen. Komm, Eddie, lauf eine Runde. Bist du sofort zu haben, ne? Ja, Tag der Entscheidung. Sachen Strom, Elektriker kommen. Ich hatte eine Idee, ich habe einen guten Tipp bekommen. Habe ich auch versucht und dann quatscht das aus dem Radio. Scheiße, ey. Ja, aber ich weiß, wo der Fehler lag. Da war keine Sicherung dazwischen. Also da ist schon eine Sicherung dazwischen. Die ist halt unten im Kasten rausgefloppt. Da muss ich gleich mal unten rein. Die Kinder spielen aber gerade so schön auf dem Bett und spielende Kinder soll man nicht stören. Ja, mache ich gleich. Das Radio ist wohl hinüber, aber ist das kleinste Übel. Ja, gucken. Auf jeden Fall einen Fehler gefunden. Das liegt an dieser Platine da an dem Board. Und da kommt aber der Elektriker gleich. Nee, Etty, komm, ich geh nicht raus zu dir, zu den Eseln. Da habe ich keinen Bock drauf, du Esel. Komm, wir laufen hier. Komm. Heute Nacht hat so gestürmt, da ist so viel Wasser rüber. Etty. Dann komm, wir laufen doch bei den Eseln. Als wenn ich was zu entscheiden hätte. Da ist so viel Wasser übergeschwappt. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Ich bin richtig lost. Mich fuckt das richtig ab, so dieses Warten halt auf den Menschen. Und ja, ich weiß auch nicht. Ach, kack die Wand, dann ist das alles Mist, wenn man warten muss. Naja, wir gucken mal. Ich gehe jetzt in die Runde. Ne, komm, Eddie, da liegen. Ah ja, komm. Nein. Wir gehen nach vorne lang. Smofi, komm. Er läuft so gerne draußen, weil die ganzen Tiere hier sind, die Dromedare, die Esel, die wilden Hunde. Etty, nein, ich möchte da nicht laufen. Komm, wir gehen hier rum einmal, da hinten ins Camp wieder. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe ihn vor einer Viertelstunde angerufen, er sagt, in einer Stunde ist er da. Na, trotzdem ist halt dieses Ungewisse recht ätzend, aber gut, wir werden sehen. Das bleibt spannend, ihr Lieben. Ja, was ich noch sagen wollte, wir werden ja heute oder spätestens morgen dann nach Agadir rüber. Etty, da kommt ein Auto, warte. Da kommt ein Monster-Truck, ein kleiner. Und ja, ich bin gespannt, wie die Straßen sind. Auf jeden Fall soll es da nochmal ein paar Grad wärmer sein. Da ist auch ein Pool und auch nicht so windig. Und ja, heute Nacht hat es richtig gescheppert noch, aber es ist alles stehen geblieben. Zum Glück. Ein Sturmmann ist wohl abgegangen vom Zelt von Kalle. Aber alles halb gesillt. Ihr guckt, das Meer ist ja schon wieder so unbändig und so krass, wie hoch die Wellen sind. Unglaublich. Ach, ich bin völlig aufgewühlt, nervös. Tausend Ideen, woran es liegen könnte, aber so hilflos war ich die Sache nicht dafür. So ein 12-Volt-Sicherungskasten. Bräuchte man halt dafür, ich weiß nicht, ob ich den hier irgendwo herkriege, wahrscheinlich, aber ich weiß nicht wo. Und ja, ich hätte einfach, dass die Scheiße funktioniert, das wäre mir halt am liebsten, aber klar, wem nicht. Wir gucken mal, ich halte auf jeden Fall auf den Laufenden. Ich habe jetzt alles wieder auf Null zurückgestellt, da war noch unten meinem Verteiler, also von der Batterie geht das so ein Verteilerpoint. Da war eine Sicherung jetzt durch, weil wir das da mit zu viel Strom auf das Radio haben ballern lassen. Eine durchgeknallt und ja, zum Glück. Und da habe ich jetzt ein paar die Sicherung getauscht und jetzt war ich auf den Elektriker. Ach ja, ey. Ich sehe schon kommen, den ganzen Verteilerkasten habe ich schon gesehen. Den gibt es für 400 Euro bei Amazon zu kaufen oder auf verschiedenen Campingzubehörläden. Alternativ haben wir einen Tipp bekommen. So ein 12-Volt-Verteiler. Und gucken, ob ich den hier kriege. Dann. Aber was wird der Elektriker ja auch können? Nur das Warten ist halt zu madig. Der wollte eigentlich schon längst da sein. Und ja, ist halt so Marokko oder anderen Ländern auch, ist nicht wegen Marokko, ist halt überall, in vielen Ländern, dass halt Pünktlichkeit keine Tugend ist, das ist halt nur in Deutschland so, selbst da nicht mehr so. Aber gut, wir haben ja Zeit, läuft nichts weg, wir warten jetzt auf der Electrician. Soll ich deinen Knackarsch dabei filmen? Nochmal kurbelt jetzt. Schneller. Andersrum. Nein, wir brechen auf. Der Elektriker war da, alles euer, jetzt einen Fehler gefunden, so sagt er. Nur der kann die Platine hier nicht reparieren. Sein Bruder ist der Fachmann. Hat aber gesehen, wo der Fehler ist. Hat sie ausgebaut und der wohnt in Agadir. Und so bietet sich das hier an. Da wir ja eh dahin wollten.
Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Alles hier abgebrochen, eingepackt, war ja nicht viel. Haben wir ja eh vorbereitet, dass wir heute noch morgen abreisen. Und so machen wir noch einen Weg. Morgen übermorgen kommt er, je nachdem wie der Bruder das schafft. Dann muss er die Platine da, keine Ahnung, dass die alle wieder schön fluxen. Ja, das Radio ist uns abgeraucht. Da kriegen wir auch ein neues, 25 Euro. Geht. Und ja, so geht die Reise weiter. Auf nach Agadir. Vom Winde verweht, ja. Endlich. Ja. Kommen sie ja doch mit. Ich dachte, wir hauen vorher ab. Hallo! Hallo! Nein, der Papa fährt außen rum. Der Papa fährt außen rum. Und kuppelt dann an. Ja, das ist Vogelgemüse, füttert der Smurfy. Was haben denn die Welpen gesagt zu dem Futter? Ja, Video immer. Oh. Appetitlich geguckt und so langsam gegessen, so einer. Aber dann, als ich die Bratkartoffel hingestellt habe, alle gekommen. Ja, ja. Ah, da kommt Ali noch. Ah, ja, da. Übrigens, ich hatte ja die Garage. Ja, der kann das schon mit dem Ankuppeln, ne? Hilfst du dem Papa, Livia? Was? Nein, ist der Elektriker. Echt? Er dachte, er hätte so verstanden, dass er uns nicht helfen konnte. Deswegen hat er jetzt den. Ach so. Die Hälfte der Zeit haben wir rum. Wir fahren noch 83 Kilometer. Wir wurden jetzt gerade von der Polizei angehalten und angemahnt, wir sollen doch bitte unsere verlängerten Spiegel abnehmen, weil das hier wohl von der Breite verboten wird. Ja, nichts sehen. Es liegen so da, zwei Blinden, nein, sehr trotzdem alles. Also, na. Und ja, fahren wir ohne Spiegel weiter. Wenn wir jetzt ja unten liegen, wir packen die mal hinten rein. Und gut anderthalb Stunden im Futter in Agadir. Stopp gemacht, eigentlich nur zum Pipi machen. Aber wir waren jetzt hier so, jetzt noch im Restaurant, da haben wir mal geguckt wegen Essen, haben wir zwei riesige vegetarische Tacos. Eine große Pizza, vier Pommes, drei Getränke, vier Tüten jetzt knapp 10 Euro gekauft. Hier sind viele Leute, ich schwenke euch noch mal ein bisschen rum. Alles ganz andere Preise in den Touristengebieten. Die Pommes ist richtig gut. Voll lecker, knusprig. Nicht so wabbelig, wie man das sonst kennt. Also ich bin echt begeistert. Wow. Wir bezahlen aber knapp 109 Dirham für alles. Also knapp unter 10 Euro, berechnet kurz als zu 10,9, 10,8. Also grob 10 und ein paar Cent weniger rechnen wir immer. Ja. Lassen wir uns jetzt schmecken und dann geht es weiter Richtung Agadir. Das ist meine Pizza, die ist sehr fettig, deswegen tupfe ich die ab. Und er wollte noch mehr Öl darüber schütten, aber die ist richtig, richtig, richtig lecker. Der Homie kriegt Pommes und ja. Euer Essen ist auch echt gut. Ne? Und das für knapp 10 Euro. Unfucking fassbar. Und unfucking fassbar lecker. Richtig geil. Haben wir jetzt hier angehalten. Und Kaffee-Yüksel. Da stehen ganz viele. Und hier ist so eine Bucht. Boah, meine Güte. Was für eine Urgewalt. Mama! Ihr hört mich nicht, ist so laut hier. Das riecht so hart nach Fisch. Haben jetzt zwei Kaffee geholt. Kaffee in Euro, Americano mit Zucker.
Und ja, dann lassen wir uns jetzt schmecken und dann haben wir noch 20 Minuten bis nach Agadir. Finally, we arrived. Ach, das ist eine Tortur wieder. So langsam wird es anstrengend. Ich weiß nicht, ich werde nicht warm mit der Reise. Egal, Strom wird morgen übermorgen fertig. Er hat die Platine ausgebaut. Ich habe erzählt, Er war da, wie ich ja gezeigt habe, stimmt. Jetzt wollen wir eine Runde mal den Platz erkunden. Etty und ich gehen. Ja, morgen oder übermorgen kommt er, der wohnt hier in der Ecke, sagt er, dann macht alles fertig, der Bruder muss das löten. Und dann wollen wir mal schauen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken, was hier so abgeht, hier soll ein Pool sein. Und ich denke mal, dass wir nicht länger als 2-3 Nächte bleiben werden. 20 Euro kostet hier, Luxus. Aber wie gesagt, der Elektriker wohnt halt hier, deswegen kommt er schon einen Tag eher. Komm. Wir müssen dann nicht lange warten. Ja. Ich glaube mal zum Pool gehen mit euch. Ich bin The Boccia, da ist ein Restaurant. Ja. Platt ist er, der Alte. Ja, ich glaube wir essen auch nicht mehr viel heute. Ich bin The Boccia. Und wir kommen. So, hier ist das Meer. So. Sehr französisch. Ach, hier geht die Straße noch runter. Ah, okay. Hier ist bestimmt die Straße, die er uns hochführen wollte. Der Ekmek. Ja. Okay. Da geht es auch noch weiter, da unten sind auch noch Plätze. Ja, ist auf jeden Fall, da unten ist die Hauptstraße, wo wir lang gekommen sind, aber jetzt sind wir auf jeden Fall nicht hochgekommen. Ach, und da ist der Pool. Schön. Nee, Humi, komm, bleib mal hier. Ja, doch, ganz schön. Zum Restaurant geht es von der anderen Seite. Humi, komm, du... Nein, ich gehe doch nicht jetzt hier die Klippen mit dir runter. Was ist da? Ja, auf jeden Fall eine ganz schöne, doch schöne Ecke. Aber halt teuer, 20 Euro, aber mal gucken. Vielleicht die Dusche mal testen. Die Toiletten sahen auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ich bin sehr zufrieden mit. Aber sehr freundlich hier. Das ist ja auch die Hauptsache, ne? Ich bin die Boccia. Humi, was hast du denn? Ach, der ist doch ein Kampfhund. Ja, ihr Lieben, ich gehe noch mal eine Runde und dann melden wir uns später wieder rein. Dann werde ich berichten, was noch zu berichten ist. Ich glaube, jetzt habe ich erzählt und erzählt und erzählt. Es war Zeitraffer. Könnte nicht schon anfangen. Ja, jedenfalls ist hier die andere Seite jetzt vom Anlage. Da sind sie am Bauen und am Machen. Und der Essi will immer da rechts runter zum Restaurant. Da riecht wahrscheinlich sowohl nach Pommes Frites. Und ja, so ist er, der Ochsenfrosch, ne? Ja, hier kommt Toilette rein, da ist für Grauwasser, habe ich gerade auch schon erzählt. Erzähle ich jetzt nochmal, da hinten geht die Sonne da unter. Und ja, wir werden uns langsam zurückziehen. Komm, Humi. Der ist platt wie Ochs. Da ist gerade schon Calvino mit ihm eine halbe Stunde gerannt. Jetzt habe ich gesagt, komm, wir gehen auch nochmal eine Runde. Der ist ja immer für ein Läufchen zu haben. Aber wie ihr seht, der ist jetzt auch... Plötzlich hat Otto anstrengend die Fahrt, sagt er, ist nicht so der stressfreie Reisebiegel. Nein, der ist voll gerne im Auto. Was hast du denn, Humi? Komm, geh zurück zum Wohnwagen, ein Schläfchen machen. Gerade war er nur am Bellen, wollte ins Auto wieder, zack, auf den Fahrersitz gelegt und war am Pennen. Naja, Rezeption macht auch zu, aber um 18 Uhr durch, ne? Ist 18 Uhr noch nie.
Hoffen wir, vorne ist hier gut eingezäunt, aber ich habe auch so keine Baustelle. Also sicher fühlte ich mich ja eigentlich immer, sogar die eine Nacht in Chefhauen. Bis auf den Moment, wo man da doof angequatscht worden ist, da an der Straße. Naja. So, komm, Etti. So, wir ziehen uns jetzt zurück. Die Haare liegen nicht, egal. Ich gehe jetzt duschen. Ja? Ja, und ich frage, warum? Wird Zeit. Und dann gucken wir mal, was noch so passiert. Nicht mehr viel. Hier ist ein viel gut Brot. Testbisschen gemacht. Was hast du geholt? Zucchini? Ach ja, habe ich noch eingekauft eben. Tomate. Bernd muss sofort einkaufen gehen, gerade angekommen. Du hast gesagt, Kobe Food. Wir haben nichts Frisches mehr. Ja, aber jetzt 2 Kilo waren das Zucchini. Das sind 2 Kilo Zucchini. Eine Gurke und Tomaten. Zusammen sind das 1900 Gramm waren das. Habe ich 2 Euro für bezahlt und den Kohl auch für 1 Euro. Mit seinem E-Roller, der stolziert. Ein Schotter. Das ist echt nicht geil. War. Naja. Ist halt laufen. Ich gehe jetzt duschen und erzähle euch morgen, wie geil die waren oder auch nicht. Ihr Lieben, habt einen tollen Abend. Bis morgen. Ich bin echt im Arsch. Hab ein Bier getrunken. Ein Radler. Ole, ole.